Tun Sie was. Man hat soeben auf mich geschossen. Auf der Insel muss ein Verrückter sein. Als ich den Weg heraufkam, sind mir zwei Kugeln um die Ohren geflogen. Ich weiß. Und haben sich ins Portal gebohrt. Ich weiß. Wir müssen uns in Sicherheit bringen. Sie sind hier in Sicherheit. Was ist los? Ich habe daneben geschossen. Nichts Dramatisches, aber ich habe daneben geschossen. Das ist alles. Daneben geschossen. Was? Es macht mir nichts aus, einen Fehler einzugestehen. Ich gebe zu, mit wachsendem Alter treffe ich nicht mehr so gut wie früher. Wer sind Sie? Larsen. Erik Larsen. Und das genügt Ihnen als Antwort? Nun, ja. Wenn Sie sich selbst befragten, wenn Sie sich unter einem Himmel voller schweigender und unzähliger Sterne die Frage stellten, wer Sie sind, antworteten Sie sie dann nur mit, ich bin Erik Larsen? Begnügten Sie sich da einfach mit diesen paar stupiden Silben, ich bin Erik Larsen? Larsen. Oh, Verzeihung, Larsen. Ich verstehe. In dem S liegt die Quintessenz Ihres Seins. Selbstverständlich, sehr beeindruckend. Larsen. Erik Larsen. Ich bin Journalist bei den Nobrosnicker Nachrichten und Sie hatten eingewilligt, mir ein Interview zu geben. Reine Erfindung. Ich hasse Journalisten. Und ich unterhalte mich nur mit mir selbst. Ich sehe also nicht ein, aus welchem Grund ich mich hier von Ihnen überfallen lassen sollte. Ich auch nicht. Was geht nun in Ihnen vor, wenn Sie jetzt hören, dass dieses 21. Buch einhellig für ein Meisterwerk gehalten wird? Was in mir vorgeht? Dass es mir leid tut. Und meine anderen Bücher. Das klingt fast so, als würden Sie Ihre Bücher lieben wie Kinder. Ich lebe von Ihnen. Ich lasse mich aushalten wie ein Vater, aber kein Dankbarer. An Ihrer Reaktion spüre ich etwas von Verbitterung. Dabei haben Sie alles. Erfolg, Talent, werden geehrt und doch scheinen Sie nicht glücklich zu sein. Wir schweifen ab. Zurück zum Thema. Ja. Erzählen Sie uns etwas über diese Frau, Eva Lamour. Wie bitte? Die Briefe sind unterzeichnet von Abel Znorko und Eva Lamour. Über ihr Leben weiß ich einiges, aber absolut nichts über sie. Erzählen Sie uns von Eva. Ja, aber diese Frau existiert nicht. Wollen Sie damit sagen, dass die ganze Geschichte erfunden ist? Ich bin Schriftsteller und kein Fotokopiergerät. Dennoch, in diesem Buch geht es um Sie. Mich? Was genau wollen Sie, was Sie von mir nicht bekommen? Die Wahrheit. Werden Sie nicht gewöhnlich. Sagen Sie, Herr Larsen, immer die Wahrheit? Ich versuche es. Ich nie. Aber ich kenne alle Ihre Geschichten, weiß darüber, was alle wissen. Wenn ich den Menschen kennenlernen wollte, dann doch nur, um mehr zu erfahren. Was macht Sie so sicher, dass Ihnen die Wahrheit mehr bringt als die Lüge? Die Wahrheit. Lassen Sie das. Ich bin ein Fälscher und weiter nichts. Können Sie uns etwas über Ihre Einstellung zur Liebe erzählen? Wieso sagen Sie uns, wenn Sie mir eine Frage stellen? Ich spreche im Namen meiner Leser. Ach du liebe Güte, ersparen Sie mir Ihren Größenwahn. Reden Sie nicht im Namen des Volkes, nur weil eine bestimmte Anzahl von Arschlöchern regelmäßig Ihren Wisch kauft, um darin Gemüse einzuwickeln. Gut, dann erzählen Sie mir etwas über Ihre Einstellung zur Liebe. Ich hasse die Liebe. Sie ist ein Gefühl, das ich stets zu vermeiden suchte. Was sie mir auch zurückzahlt. Wollen Sie damit sagen, dass Sie niemals verliebt waren? Doch. Als ich 18 war. In der Zeit, als ich Alkohol, Zigaretten, Autos, Mädchen und all die anderen rituellen Symbole ausprobierte, von denen man meint, sie bedeuteten den Eintritt in die Erwachsenenwelt. Ich habe mich von der Liebe ferngehalten. Darin besteht meine Weisheit. Außergewöhnlich. Wirklich. Außergewöhnlich. Denn Sie beschreiben wie kein anderer die Befindlichkeiten der Liebe. Vielen Dank.
Und noch viel besser, die einer enttäuschten Liebe. Diese Frau gibt es also nicht? Nein. In Ihrem Buch steht auf der ersten Seite die Widmung für H.M. Wer ist das? Wenn ich gewollt hätte, dass man das erfährt, hätte ich den vollen Namen hingeschrieben. Sind das die Initialen der wirklichen Frau, mit der Sie diesen Briefwechsel führten? Blödsinnige Spekulation. Das glaube ich Ihnen nicht. Das ist mir scheißegal. Dabei krepieren Sie geradezu vor Langeweile und Einsamkeit so sehr, dass Sie eine Zirkusnummer abziehen, um den Erstbesten hier zu behalten. Sie sind aber nicht der Erstbeste. So, und warum nicht? Es wird Zeit, dass Sie es mir erklären. Na gut, einverstanden. Wir haben uns ja lang genug beschnuppert. Ich habe Sie hierher kommen lassen, als ich mitbekam, dass Sie in Nobrosnik wohnen. Sie wohnen doch in Nobrosnik. Ja. Ich hätte so gerne mal wieder etwas über Nobrosnik gehört. Erzählen Sie mir davon. Kennen Sie es? Ja, nein. Sagen wir, ich bin zwar noch nie dort gewesen, aber ich habe davon gehört. Warum fragen Sie? In Ihrem Buch, in die uneingestandene Liebe, beschreiben Sie diese Stadt, in der die Frau lebt, die geliebte Frau. Und ich hatte den Eindruck, dass es sich dabei um Nobrosnik handelt. So? Ja. Zwar haben Sie dem Städtchen einen anderen Namen gegeben, aber so wie Eva Lamour die sternförmig angeordneten Straßen schildert, von der Kirche aus Eisen- und Holzbohlen erzählt, da beschreibt sie doch Nobrosnik. Ein Zufall. Aber mir war doch, wenn ich mich richtig erinnere, mir war es, ob ich ein- oder zweimal Briefe aus Nobrosnik bekommen hätte, in meiner umfangreichen Post. Briefe von einer Frau, die in ihrem kleinen Städtchen Literatur unterrichtete. Warten Sie, wie war doch ihr Name? Eine Frau? Unterrichtete Literatur? Eine attraktive Frau? Ja, sehr attraktiv sogar. Ah. Naja, soweit man sowas durch die Post beurteilen kann, nicht wahr? Ja. Aber sie schrieb mit der Sicherheit und dem Selbstbewusstsein einer Frau, die weiß, dass Männer ihr nichts abschlagen können. Wie heißt sie nur? Helene. Helene Metternach. Genau. Helene Metternach. Kennen Sie sie? Selbstverständlich, Nobrosnik ist klein. Wie geht es ihr? Ich habe nichts mehr von ihr gehört. Sie wollen mir doch nicht erzählen, dass Sie mich hierher kommen ließen, um etwas über Helene Metternach zu erfahren? Nein, natürlich nicht. Sie sind vielleicht komisch, ich bitte Sie. Die Eva Lamour in meinem Buch ist von einer lebenden Person beeinflusst worden. Eine Frau, die ich geliebt habe. Von ihrer Mitbürgerin Helene Metternach. Nein! Ja, doch. Wir haben uns vor 15 Jahren kennengelernt. Ich habe Helene bei einem Kongress über junge nordische Literatur getroffen. Sie nahm als Studentin teil. Bereits beim ersten Anblick hatte ich das Gefühl, dass sie mir irgendwie vertraut vorkam. Hatte ich sie schon mal gesehen? Nein. Aber dadurch, dass ich sie immer wieder ansehen musste, kam ich rasch hinter den Grund für dieses Gefühl der Vertrautheit. Es entsprang ihrer Hässlichkeit. Wie bitte? Das Gesicht schöner Menschen hat immer etwas Wohlgeformtes. Selbst wenn sie hemmungslos hohl sind. Aber unansehnliche Menschen sind gezwungen, sich auszudrücken. Ihre Augen müssen leuchten. Sie müssen einen ausdrucksstarken Mund haben, um ein farbloses Gesicht mit Leben zu erfüllen. Helene war dazu verdammt, sich ständig auszudrücken. Sagen Sie mal, die ganze Geschichte regt Sie ja wirklich mächtig auf.
Sie sind ja richtig in Rage geraten, um Ihre Mitbürgerin zu verteidigen. Kennen Sie denn Helene Metternach so gut? Ja, sehr gut. Sie ist meine Frau. Wie bitte? Aus Helene Metternach wurde Helene Larsen. Sie wissen doch der Name mit der Quintessenz im S. Sie hätte es mir sagen müssen. Sie hätte es mir sagen können, dass sie geheiratet hat. Vielleicht wollte sie sie schonen. Wollte sie nicht wissen lassen, dass es ohne Abel Znorko auch weitergehen kann. Sie nicht spüren lassen, dass sie ersetzbar sind. Um ihren Hochmut nicht zu kränken. Das heißt 9/10 ihres Wesens. Sie müssen zugeben, es gibt ein Leben nach Abel Znorko. Gehen Sie, fahren Sie nach Hause und sagen Sie ihr, dass ich nichts mehr von ihr wissen will. Und dass ich nur eines nicht bereue, unseren Briefwechsel veröffentlicht zu haben. Denn wie alle großen Schlanken ist sie eigentlich keine allzu schlechte Schriftstellerin. Das werde ich ihr nicht sagen. Natürlich werden Sie ihr das sagen. Und dieses Buch, ich verleugne es. Ich überlasse ihr alle Rechte. Es ist nicht mehr von mir, es ist von ihr. Sagen Sie ihr, dass ich nichts davon abhaben will. Dass sie mich ankotzt. Dass ich Ihren Hals umdrehe. Das werde ich ihr nicht sagen. Aber ja, das werden Sie ihr sagen. Sie sind doch ein lieber, netter Ehemann. Ein Schoßhündchen, das alles tut, was man von ihm verlangt. Wenn Sie nach Hause kommen, wird sie Ihnen ungeduldig entgegeneilen. Schon jetzt freudig erregt über die Vorstellung unseres Zusammentreffens. Überbringen Sie ihr meine allerschlechtesten Wünsche. Sagen Sie ihr, dass sie für mich nicht mehr existiert, zu Staub geworden ist. Hören Sie auf, das werde ich ihr nicht sagen. Und warum nicht? Weil sie tot ist! Helene ist tot. Drei Monate dauert ihr Todeskampf. Drei Monate zu lang, um zu sterben und zu kurz, um zu leben. Wann genau ist sie gestorben? Ich habe nach Helenes Todestag gefragt. Es war ein Dienstag, der 21. März. Ah ja, Sie sagten ja Frühlingsanfang. Ja, Frühlingsanfang. Vor 10 Jahren. Helene und mir blieben nur 2 gemeinsame Jahre. Am Tag nach dem Begräbnis, als ich aufräumen wollte, habe ich eure Liebe entdeckt. Mir hat Helene furchtbar gefehlt. Also habe ich noch am selben Abend zur Feder gegriffen und habe ihnen geschrieben. Dann waren Sie das? Seit 10 Jahren, ein paar Mal die Woche. Fast jeden Tag. Ich nehme an, dass Sie mir das nicht verzeihen werden. Warum haben Sie die Briefe von Helene veröffentlicht? Ich bin nur wegen einer einzigen Frage gekommen und ich wusste, was ich tat, als ich herkam. Warum haben Sie dieses Buch veröffentlicht? Das geht überhaupt nichts an. Das geht mich sehr wohl etwas an. Seit 10 Jahren weiß ich alles von dir. Und ich habe Helene weiterleben lassen. Doch als du dieses Buch publiziert hast, hast du sie sterben lassen. Du hast Helene getötet.